Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste. Und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Hören Sie, ich brauche kein neues Modell oder einen Gutschein oder sonst was. Ich will nur mein Geld zurück. Ohne einen Kaufbeleg in irgendeiner Form kann ich nichts machen. Ich könnte das Garantieheft aus meinem Wagen holen. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Wunderbar. Wirklich? Ja. Willkommen bei Aegor Munition. Natürlich. So, oh ja, Sturmgewehr, Ultraleichtmaterialien. Beachten Sie beim Kauf von Schutzausrüstung bitte die geltenden regionalen Regierungsvorschriften. Denken Sie daran, dass Einkäufe bei Aegor Munition auf Ihrer Kreditkarte. Ist auch großartig, wer dann unglaublich nachfragt. Eine komplette Rückerstattung, wow. Willkommen bei Cypriotin Waffen. So, was haben wir denn hier Schönes? Sturmgewehr Universalklinge 2. Ich glaube, ich habe nur die 1 gekauft, ne? Komm, lass kaufen. So, der Rest, der interessiert uns jetzt nicht so sehr gerade, glaube ich. Wobei, dieser Schulterschutz. Alle Produkte von Cypriotin Waffenschaden, Kopfschussschaden. Ach nö. Dazu schieße ich nicht oft genug. So, ich schaue mich erstmal kurz hier um. Hier ist jetzt auch gerade niemand, okay? So, aber hier drüben, hier sollten doch eigentlich, da ist Joker und da drüben ist Edie, genau. Alle Einnahmen von heute kommen den turianischen Kriegsbemühungen zugute. Oh, das ist eine gute Idee. Ich finde es gut, dass die Geschäftsführung so etwas durchführt. Mein Mann ist auch gerade im Einsatz. Oh, Sie sind mit einem Turianer zusammen? Nein, bin ich nicht. Mein Mann ist Kroganer. Oh, na das ist ja großartig. Hoffentlich weiß er, gegen wen er kämpfen soll. Wie bitte? Ich wollte nicht. Also, ich hab nur... Mein Mann riskiert jetzt gerade sein Leben, um uns zu beschützen. Es tut mir leid. Das war gedankenlos und es tut mir wirklich leid. Schon in Ordnung, ich versteh's ja. Manchmal überrascht es mich selbst. Wie auch immer. Möchten Sie denn etwas kaufen? Ja, ja natürlich. Für unsere Truppen tue ich alles. Ich finde schön, wie sie immer so geantwortet hat. Oh! Willkommen bei Los Astra Sportartikel. So, haben wir denn hier irgendwas Schönes? MP Ultraleichtmaterialien 2. Schön, her damit. Wer klug schießt, schießt mit Los Astra. So, mehr haben wir jetzt hier aber nicht, was für uns interessant wäre, glaube ich, oder? Unser Kraftschaden Angebot 10%. Umfasst auch seltene Technologie-Upgrades aus den Terminus-Systemen. Ja, ist gar nicht so schlecht jetzt eigentlich, ne? Ach komm, was soll's. Ich weiß nicht mehr, was wir schon an Mods für die MP haben. So, und jetzt unterhalten wir uns mal mit Joker und Edie, würde ich vorschlagen. Hey Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blasto-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere, Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt und, ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Die haben keine Ahnung. Ach ja, Blasto, das ist großartig. Ich weiß gar nicht, irgendwo hängt hier ein Plakat rum. Das ist eine Filmreihe, die hier sehr populär ist im ganzen Citadel-Bereich. Und zwar geht es dabei um den ersten Hanar-Spectre. Ich weiß nicht, wie ein Hanar-Spectre werden kann und wie er im Kampfeinsatz aussieht, aber ich stelle es mir interessant vor. Wenn es um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber... Gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen kann. Und bis dahin ignorieren Sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Ist auch seltsam, wenn man sich überlegt, unser Schiff läuft hier mit uns rum, ne? Beziehungsweise die Schiffs-KI, aber sie stellt ja mittlerweile wirklich das Schiff dar. Tja, und das... Dieser Verdrängungsprozess noch vorherrscht, das wird auch so bleiben, bis die Leute wirklich mit eigenen Augen sehen, was den Krieg ausmacht, glaube ich. Das ist leider so. Hallo, Shepard.
Sieht aus, als würden sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt. Aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Edie, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Edie ist großartig. Sie will Joker auf jeden Fall an sich binden. Die Frage für mich wäre jetzt aber, was ist denn ihr Beweggrund, dass sie Joker an sich binden will? Ich meine, sie kann sich ja eigentlich nicht verlieben, aber sie scheint sich gern mit Joker zu umgeben. Willkommen bei Casa Fabrication Waffen. So, haben wir denn hier noch irgendwas Schönes, das wir mit einsacken könnten? Ein Allianz Kodiak Modell, komm her damit. Geht an die tapferen Männer und Frauen der Allianz. So, das ist bloß ein Präzisionsgewehr. Ne, ansonsten gibt's eigentlich nichts wirklich Interessantes für uns, glaube ich. Wollen, kommen Sie zu Casa. Gut. Casa Fabrication Waffen hat die Erde nicht vergessen. Dann bleibt jetzt nur noch... Nein, es bleiben noch zwei Sachen für uns zu tun. Das ist einmal General Oraka und zum wir anderen... Jake in den Hort gehen. Er sollte mit anderen Kindern zusammen sein. Aber was ist, wenn es wieder einen Angriff gibt? Wir können unser Leben nicht damit verbringen, darauf zu warten. Wir sind mitten im Krieg und ich soll ihn einfach jeden Morgen wegschicken? Wir müssen Jake in den Hort geben. Könnt ihr euch das noch an das Pärchen erinnern? Das ist kein Paar an sich, sondern er ist ihr Schwager. Und die haben wir jetzt, glaube ich, in jedem Teil bisher gehabt. Und immer ist irgendein Streit, den wir schlichten müssen. Ich erinnere mich an sie beide. Michael und Rebecca, richtig? Hören Sie, tun Sie einfach, was für Ihre Familie am besten ist. Aber tun Sie es bald. Die Lage da draußen wird immer schlimmer. Das machen wir. Und vielen Dank. Diesmal müssen wir uns für keinen entscheiden. Und er hat sich sogar die Namen von denen gemerkt. Ist auch erstaunlich. Na gut, diesmal ist das die einzige Unterstützung, die man ihnen geben muss. Und damit ist diesmal auch Ruhe. Ja, wir haben noch General Oraka. Und da drüben müsste irgendwo noch Liara sitzen eigentlich. Mal schauen, ob wir die auch noch auftreiben können. Commander Shepard. General Oraka, wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Besoffen, vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Stimmt, das ist der aus dem ersten Teil. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Also, wir müssen Waffen für Oraka finden, damit alles gut wird. So, schauen wir uns mal kurz um, ob wir denn Liara hier irgendwo finden können. Ja, da sitzt sie doch, genau.
Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Wir schaffen das schon. Gönnen Sie sich auch mal etwas Ruhe. Ich weiß, aber es gibt immer Aufgaben oder Besprechungen. Ach übrigens, reden Sie mit dem Volus, Barla Von. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Okay, jetzt können wir also mit Barla Von reden. Sehr gut. Ich gehe aber erstmal in die andere Richtung, denn wenn ich mich nicht irre, dann müssen wir hier drüben zu dem Händler, also hier in die Ecke, wo wir gerade den einen Händler schon unterstützt haben, beziehungsweise eigentlich den Käufer unterstützt haben, um wegen der Schwarz, genau, wegen den schwarz verkauften Waffen zu schauen. Das ist gleich nebenan an dem anderen Stand. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Tja, wir sollen also irgendetwas Wertvolles für ihn finden. Klingt merkwürdig. Mal sehen, was wir finden können. Momentan haben wir ja überhaupt keinen Anhaltspunkt, was das denn eigentlich sein könnte, in welche Richtung es gehen kann. Aber wir werden was finden. Da können wir uns sicher sein. Ich meine, es ist ein Spiel, natürlich finden wir was. Das ist so programmiert, dass man auch irgendwo was findet. Sind das Tauben? Nee, ne? Das sind irgendwelche anderen abgefuckten Vögel. Naja, wer weiß. So, schauen wir nochmal kurz bei Barla Von vorbei und dann geht's nochmal zu Captain Bailey. Danach sollten wir dann endlich mit der Citadel durch sein, soweit. Mann, so viel Zeit vertrödelt hier auf der Citadel, es ist echt Wahnsinn. Commander Shepard, lange nicht gesehen. Barla Von, falls Sie's vergessen haben. Finanzberater. Und ein Bekannter von Admiral Anderson. Oh, etwas schneller, bitte. Ich bewundere seinen Mut, auf ihrer Heimatwelt den Kampf aufzunehmen. Oh, schlimmer ist Darth Vader, oder? Sie waren ein Agent des Shadow Broker. Das bin ich noch immer. Der Broker hat in letzter Zeit viel zu tun. Ein Team seiner Wachen ist in einem von Reapern kontrollierten Gebiet gestrandet. Wenn sie sie retten, gehören sie ihnen. Der Shadow Broker unterstützt ihr Vorgehen gegen die Reaper. Das wissen wir, denn wir kennen den Shadow Broker, das weiß er nur nicht. Vielen Dank für die Information. Sie sollten die Sache nur bald in Angriff nehmen. Die Reaper rücken viel zu schnell vor. Kommen Sie nach der Exfiltration zu mir. Ich bin noch eine Weile in meinem Büro. Der galaktische Markt ist ziemlich bewegt. Ich frage mich, ob das wirklich zeitlich gebunden ist oder ob wir uns da so viel Zeit lassen können, wie wir wollen. Aber wir können das von mir aus natürlich auch gern mal angehen. Das ist jetzt nichts Großes, aber das kann man natürlich gleich mal mitmachen irgendwie. Einen Moment bitte. So, wieder zu den Botschaften. Wie gesagt, noch zu Commander Bailey. Der steht noch an. Das können wir ruhig noch machen. Dieses Terminal, das ist schlimm. Na gut, was soll's. Können wir eigentlich mittlerweile hier weiter lauschen? Ich weiß gar nicht warum.
Ich wollte etwas Wichtiges erledigen und... Oh, suchen Sie vielleicht jemanden, Ma'am? Ich... könnte sein. Ich habe diese Unterlagen, aber ich weiß nicht warum. Passen Sie auf, ich kümmere mich für Sie darum. Hilft Ihnen das? Ja. Ja, bitte. Wissen Sie, Sie erinnern mich an jemanden. Mein Sohn ist mit einer Asari zusammen und die sieht Ihnen verblüffend ähnlich. Er ist sehr glücklich. Danke. Das ist wunderbar, Ma'am. Oh Mann, die hat es nicht einfach. Na gut, also beide haben es eigentlich nicht einfach. Die eine mit ihrer Demenz und die andere mit der Dementen. Ich glaube, beide sind nicht zu beglückwünschen. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Klingt ja sympathisch. Ich habe gerade gesehen, Shepard hat hübsche Schuhe an, solche habe ich auch. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. So, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Es klingt seltsam, sowas als Mann zu sagen, aber ich war gerade geistig zu sehr mit den Schuhen beschäftigt. Na gut, ich guck mal kurz hier nach, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ansonsten werden wir mal wegen Bailey schauen. Yondumbao müsste ja auch noch irgendwo sein. Okay, hier gibt es nichts Neues. Yondumbao müsste eigentlich hier irgendwo mit rumstehen und ebenfalls noch für uns mit zu haben sein. Ich glaube aber, der ist drüben in der anderen Ecke, ne? Ja, hier ist er nicht. So, ich habe wirklich leider gerade total verpeilt, wie es weitergeht mit Bailey. Naja, ich glaube zur Bucht, kann das sein, zur Andockbucht? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch darüber, denn dort müsste es weitergehen mit Yondumbao, genau. Und dann machen wir zumindest das mal fertig jetzt. Zimandis? Oder sollte ich sagen, betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten? Anscheinend wurde diese Person ergriffen, aber die Haft ist irrelevant. Die Arbeit der Entflammten ist nicht aufzuhalten. Solltest du es nicht eigentlich als Beleidigung ansehen, wenn du mit deinem Seelennamen angesprochen wirst? Und ich finde auch, Kazumi ist so wahnsinnig unauffällig, wie sie da steht, ne? Warum versuchen sie, den Reapern zu helfen? Wir haben aus geheimen Quellen Informationen über die Entflammten erhalten. Die Entflammten? Sie meinen die Proteaner? Ja. Wie Sie wissen, Commander Shepard, wurden aus den Proteanern die Kollektoren. Und die Kollektoren dienen den Reapern. Das meinen Sie nicht ernst. Daher müssen wir als treue Diener der Entflammten den Reapern ebenfalls dienen. Sie große, dumme Qualle. Ich unterstütze zwar die Religionsfreiheit für alle Spezies, aber das ist verrückt. Ihre Skepsis ist ohne Bedeutung. Wenn die Entflammten uns als ausgewählte Spezies unterstützen, wird die Galaxie Zeuge sein. Ich glaube, wir sollten ihm mal Javik vorbeischicken. Der würde ihm die weiche Visage ganz schön verprügeln, glaube ich. Sie sind wahnsinnig. Und wir lassen nicht zu, dass sie ihren Planeten gefährden. Sie sind verhaftet. Ihr Glaube an den Sieg ist unangebracht. Unsere planetare Verteidigung ist automatisiert und kann mit einem einzigen Virus deaktiviert werden. Und den habe ich gerade hochgeladen. Moment! Ein Virus wird nur auf unbedeutenden Kanälen nicht entdeckt. Und die haben eine Zeitverzögerung. Vielleicht kann ich den Upload blockieren. Vielleicht auch nicht. Helfen Sie ihm! Ich erledige das! Okay, Upload deaktiviert.
Sieht aus, als wären wir... Moment. Hat irgendeine Absicherung. Runter! Sie war die ganze Zeit hier. Sie war eine alte Freundin. Ich wollte sie verhaften. Sie hat mir gegen die Kollektoren geholfen. Und jetzt ihr Leben gegeben, um die Heimatwelt der Hanar zu retten. In Ordnung. Es war eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Shepard. Ich werde mich bei Zeiten revanchieren. Mit ein paar Freunden. Er hat's schnell verarbeitet, das Ganze. In Ordnung. Vorbei. Aber wir können uns denken, Kazumi ist nicht so einfach tot zu kriegen. Sie kann rauskommen. Woher wussten Sie das? Nur geraten. Sie werden mich nicht für einen galaktischen Krieg rekrutieren. Das Tegel-Projekt braucht Technikexperten. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Aber Sie sind die beste Diebin der Galaxie und können unbekannte Technologie besser hacken als jeder andere. Sie könnten sie brauchen. Und außerdem liegt da jede Menge teure Tech einfach nur so rum. Und Sie müssen am Ende des Projekts sicher nicht Ihre Taschen ausleeren. Das haben Sie schön gesagt. Okay, ich bin dabei. Shepard, schön wieder mit Ihnen zu arbeiten. Danke, mein Schätzchen. Das ist schön, dass du mit dabei bist. So, Kazumi Goto als Kriegsaktivposten erhalten. Und ich glaube, wir müssten auch eine Spectre-Einheit. Genau, da haben wir sie doch. Also weitere Kriegsaktivposten, die uns beistehen. Truppen der Hanar und Drell auch noch. Natürlich, wir haben ihre Welt gerettet. Das hat sich richtig gelohnt diesmal. Und ich weiß nicht, ob es hier irgendwas... irgendeine Aktualisierung gibt oder so. Wir schauen nochmal ganz kurz. Ansonsten das mit Bailey und der Eclipse-Tante, ich lasse es jetzt einfach mal. Nee, hier ist nichts mehr. Damit wir auch mal irgendwann in einen Kampfeinsatz jetzt hier reinkommen, würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal was Schönes. Wegen der Eclipse-Tussi schauen wir später mal. Das läuft uns ja nicht weg. Ich meine, wo soll sie denn hin? Die ist eingesperrt. Und ich will Omega jetzt ja sowieso noch nicht sofort machen. Von daher ist das ja nicht so schlimm, wenn wir das erstmal liegen lassen. Wir machen zurück zu Normandy. Ja, ja. Bloß beeilen, damit Alvina uns nicht wieder zuquatscht. Ankunft in Andockbucht D24. So, und hier ist jetzt endlich mal wieder ein bisschen Ruhe. Ist das nicht schön? Also in manchen Gebieten hier auf der Citadel ist es wirklich anstrengend mit dem Gequatsche. Hör zu, Liebling, bitte. Es muss eben so sein. Das steht jetzt allen bevor. Ich weiß, und es wird auch bestimmt alles gut, aber es ist so verdammt unpraktisch, als wären wir plötzlich wieder in der Zeit vor der Raumfahrt. Völlig richtig. Und du solltest mal sehen, welche Munition sie uns für die schweren Waffen lassen. Massenproduktionsdreck von Elkos Combine. Moment, Munition? Explosivmunition? Ich dachte, du wärst gar nicht an der Front. Nicht da, wo es wirklich brennt, nein, natürlich nicht. Aber feindliche Stellungen müssen wir manchmal schon einnehmen. Bei der Göttin, du hast gesagt, du würdest nur Notfallaußenposten errichten. Tja, man kann manchmal wahrscheinlich auch nicht alles sagen, wenn man den Partner nicht zu sehr beunruhigen will. Wir machen uns wieder auf den Weg zur Normandy. So, wird Zeit. Wir könnten natürlich auch noch... Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ja, wir könnten natürlich auch noch bei Dr. Bryson oder wie er heißt vorbeischauen, aber auch das würde ja zu einem DLC führen und die will ich ja noch nicht machen. So, privates Terminal, was haben wir denn Schönes? Omega, es ist soweit. Aria T-Loke, es ist soweit. Shepard, ich bin jetzt bereit, das kleine Projekt zu besprechen, das ich bei unserer Unterhaltung im Purgatory erwähnt habe. Kommen Sie zu Dock 42 auf der Citadel. Ein Batterianer namens Bray wird dort auf Sie warten. Aber wir haben doch noch gar nicht alles geklärt. Na gut, ist auch egal. Wir müssen das ja jetzt noch nicht sofort machen. Ich würde sagen, wir stürzen uns in den Kampf. Es wird Zeit. So, erstmal weg von der Citadel. Und ja, Dock 42 ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen ausgekoppelt. So wie das mit Dr. Brysons Büro, Wohnstätte, was auch immer ist. Und ich wollte... Ah, da müsste ich jetzt erst gucken, nachschauen, wo wir hin müssen, wegen diesen Truppen von Balabon. Ich glaube, ich mache das mal kurz. Wir schauen mal kurz nach im Logbuch. Balabon. Drenix-System, kroganische DMZ. Na gut, das bietet sich ja an. Schauen wir mal nach. Wo die kroganische DMZ denn eigentlich ist.
Nein, ich will nicht in die Citadel. Was mache ich denn? Ich will hier rüber zum Massenportal. So, Kroganische DMZ, wo haben wir die denn? Die müsste doch eigentlich hier oben irgendwo sein, wenn es genauso aufgebaut ist wie beim letzten Mal, oder? Sigurds Wiege. Da oben ist noch nichts. Hades Gamma. Milan Nest, Exodus Cluster, Petra Nebel. Ich glaube das hier, oder? Probieren wir es mal mit dem Anos-Becken. Ich würde denken, hier ist die Kroganische DMZ mit. Wir schauen mal. So. Pranas, Diplomaten, bla bla. Haben wir hier irgendwas, was wir mit untersuchen können? Diplomatenschiffe? Nee, so richtig ist es das auch nicht. Was ist denn das für ein Quest hier? Wir schauen mal kurz. Diplomatenschiffe von Salarianern, Turianern und Kroganern. Aha. Okay, haben wir die Kroganische DMZ noch gar nicht zur Auswahl? Kann auch sein. Gut, schauen wir uns erstmal das Hauptquest hier an und machen dann später mal mit den Nebenquests weiter. Die Diplomatenschiffe von Salarianern, Turianern und Kroganern treiben in großer Entfernung voneinander dahin, außerhalb der jeweiligen Reichweite ihrer Waffen. Nachrichten der verschiedenen Fraktionen zeigen, dass sie es begrüßen würden, wenn die Normandie zum neutralen Treffpunkt ihrer Diplomaten erklärt würde. Der Umstand, dass sie sich nicht im Vorfeld auf ein Schiff für diese Funktion geeinigt haben, ist kein gutes Omen für die Verhandlungen.